Das ist er also, der neue Q2. Und ich habe heute als Erste die Schlüssel bekommen und darf ihn mir einmal näher anschauen. Das Erste, was mir auffällt, sind die Kontraste. Das beginnt schon hier vorne beim Kühlergrill. Sieht sehr sportlich aus. Wenn man zurücktritt, dann fällt einem auf, er ist ziemlich kompakt, heißt also, er ist gut zu parken. Die Blades, wie sie bei Audi heißen, die sind neu und setzen einen ganz besonderen Akzent. Die Rücklichter, die gefallen mir. Und die sind dreidimensional. Den Audi Q2 gibt es mit 6 verschiedenen Motoren von 116 bis 190 PS. 3 Turbodiesel und 3 Benziner mit Frontantrieb oder mit dem Allradantrieb Quattro. Der Kofferraum, der ist natürlich besonders wichtig, denn da muss ja ordentlich was reinpassen. Die Rückbank, die lässt sich umklappen und was noch viel wichtiger ist, teilen. Ideal für längere Reisen und Hobbys. Ich habe viel Platz hier drin, es ist sehr bequem und ich stelle fest, es gibt liebevolle Details. Wie zum Beispiel die roten Ziernähte hier auf dem Sitz oder die Deckenleuchten, die nur durch Annäherung funktionieren. Tja, und man merkt natürlich, der Q2 gehört zur Q-Familie. Man sitzt also entsprechend höher. Und bevor ich losfahre, möchte ich natürlich noch rausfinden, wie leicht verbindet sich mein Telefon mit dem Auto. Den Audi Q2 gibt es mit einem Virtual Cockpit. Der Fahrer kann dabei zwischen 2 Ansichten wählen. Eher konventionell oder die Infotainment-Ansicht. Außerdem bietet Audi Connect neben Navigation mit Google Earth und Google Street View und Audi Verkehrsinformationen online auch viele Entertainment-Features an. Cool, das Auto kann twittern. So, mal gucken, was die Anlage so kann. Das ist jetzt natürlich die Bang & Olufsen-Anlage. Ich muss zugeben, die steht auf der Aufpreisliste. Aber die kann was. Ach ja, fahren kann der Q2 natürlich auch. Der Audi Q2 bietet Fahrerassistenzsysteme aus der Oberklasse. Von einem Stauassistenten bis zum Parkassistenten. Serienmäßig das Audi PreSense Front. Ein System, das kritische Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern erkennt und notfalls abbremst. Also der Q2 kann beides. Sie können mit ihm sportlich unterwegs sein oder er ist eben auch der kompakte, perfekte SUV-Begleiter für die Stadt. Was gibt es noch zu sagen? Sie sind in jedem Fall immer connected, sie haben Platz für Freunde und für Gepäck und Audi hat mit diesem Design wirklich Mut bewiesen.